Che bello italiano in tutto il mondo! Meine lieben Freunde, heute lasse ich euch nicht mehr im Dunkeln stehen. Aber heute ist dafür hier im Inn-Kanal ein Wetter, wie es gehört. Wahnsinn! Schaut's mal her. Ich bin wieder unterwegs. Ich mit meiner Sonnenbrille und meiner neuen Kamera, die Panasonic. Wie gesagt, meine lieben Freunde, Al Pacino und der Rest der Welt. Kippe! Ich habe mal wieder einen oder zwei hartnäckige Missgeburten, die bald gelöscht werden von mir, weil ich habe keinen Bock auf solche dumme Kommentare mal wieder. Da bei dem, ihr wisst ja schon Bescheid, bei meiner Homepage. Also da ist einer, der ist nicht hartnäckig, sag mal, der müsste hier mal baden, hier. Und den müsste ich dann filmen, wie ich ihn da reinschmeiße. Der hat nur eine große Klappe. Dasselbe wie Tintenfisch. Oder ist wieder entsperrt und 100.000 andere. Wie mich das ankotzt, immer andauernd. Wenn so Kommentare kommen, wie im Beispiel, heute Morgen auch, was, so ein Psychopath ist es hundertprozentig. Ist nichts und kann nichts. Schaut euch mal dieses schöne Wetter. Ja, es tut mir leid, meine lieben Freunde, dass ich euch das letzte Mal im Dunkeln gelassen habe, aber was hätte ich denn machen sollen? Das mit der Taschenlampe, das ist mir erst meiner Regie ist es schon sehr später eingefallen, ne? Schaut's mal, Gebello. Dafür kriegt's heute diese schönen Bilder. Ich weiß, dahinter machen ein paar Leute Training. Schaut euch mal diese Brücke an. Das ist, diese Brücke, die ist uralt, die ist über 100 Jahre alt. Diese, die ist über 100 Jahre alt. Dahinter, da gibt es eine modernere Brücke. Aber bei der sieht man genau, hier riecht man noch, an dieser Brücke riecht man noch. Ja, es sind viele Bauarbeiter krepiert. Geballo! An meinen Kritikern, die ganz, ganz schlechten Kritiker, die eines nicht verkraften können. Ihr werdet mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn sie aus YouTube verschwinden würdet, weil ihr seid fehl am Platz. Ich mache einen Film, ein Beispiel heute bei dem schönen Wetter. Ne? Und was diejenigen machen, interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache ja Film, solange ich kann und solange ich lebe. Und ich habe es auch immer wieder gesagt, man muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Aber es gibt halt ein paar hartnäckige Schmarotzer, linke Bazille, alles drum und dran, was ich nicht bin. Weil hinter dem Laptop immer, ja, das ist ein Psychopath und so. Mich kannst du damit nicht treffen, weißt, verstehst du, weil ich genieße jetzt das Wetter. Gebello, Regieassistent, zünd mir eine Zigarette an. Ja, Al Pacino, also Thelma Pai und Christoph und Helwig. Es gibt immer wieder ein paar Leute, wenn sie hier stehen würde, hier, schaut mal, hier stehen würde, hier. Ich würde sie reinschmeißen, hier, in diesem schönen Wasser. Der riecht so schön nach Gebirg. Weil da kommt der vom Tirol. Nein, die rauche ich nicht. Hör auf, was ist denn das für ein Dreck? Seit wann rauchst du denn sowas? Ja, aber das ist nicht so. Nein. Ja? Muss ich probieren. Die sind doch... Also, Regieassistent, du kriegst Vertrag verlängert, wenn die Zigarette mir schmeckt. Wenn nicht, schmeiße ich sie hier rein. Also auf jeden Fall, das werden wir so schnell nicht mehr machen. Euch im Dunkeln zu lassen, weil ich habe die Filme selber angeschaut. Wirklich. Aber was hätte ich denn machen sollen? Aber heute dafür wieder. Ich habe heute mal wieder im Repertoire schöne Argumente. Wenn ich nämlich selber meine Filme anschaue, dann merke ich manchmal die Fehler, die ich eigentlich in diesen Filmen mache. Ein Beispiel bei der... Das liegt daran, dass ich immer improvisieren muss. Ich tue mich auf nichts vorbereiten. Nicht so wie die, wenn sie einen Dokumentarfilm drehen, der zum Beispiel zwei Stunden dauert und die haben sich ein Jahr lang darauf vorbereitet mit 80 Leuten. Und diese 80 Leute verdienen im Jahr so viel Geld, da könnte ich 1000 Jahre im Mond, in dem Mond leben. Wenn man, so wie ich,
die Kamera nehmt bei diesem schönen Wetter und man filmt, dann gibt es keine Vorbereitung, dann gibt es nur noch die Kunst des Improvisation. Gebell! Aber das Schöne daran ist, ich hoffe, dass es dann in demnächst eine bessere Technologie reinkommt bei YouTube, weil mit 10 Minuten bin ich nicht mehr zufrieden. Ich möchte auch 15 oder 20 Minuten Beiträge reinmachen. Ich weiß, dass das bei YouTube möglich ist. Bei YouTube gibt es Filme, die sind über drei Stunden lang. Also, liebe Boss von YouTube, bitteschön, macht's eine Ausnahme bei mir. Aber mit 10 Minuten, I don't know. Es ist heute heiß. Die Sonne, die brennt mir ins Gesicht und ich fange an zu schwitzen. Ich hätte mal kurz das Hemd anziehen sollen, aber Regieassistenz, Maskenbildnerin, Ärmel hochkrempeln bitte. Ist zu heiß, ja. Für denjenigen, der immer, oder für diejenigen, die mir immer andermal schlechte Kritik abliefern. Der geht es so gut, so I don't go. Also derjenige, der sagt, dass ich mir die Kamera gekauft hatte mit Hartz IV, spielt überhaupt keine Rolle, aber ich habe sie mir gekauft. Oh, da kommen Leute, die frage ich vielleicht jetzt was. Ne? Ich muss ja was für euch tun, meine Freunde. Ihr wisst ja, lachen am was. Entschuldigung. Grüß Gott. Könnte ich Sie mal was fragen? Ich mache einen Dokumentarfilm über die Lage der Nation von Deutschland. Sie wissen ja, Angela Merkel ist wieder gewählt worden zur Bundeskanzlerin. Haben Sie das gehört mit Quelle? Ja. Und was finden Sie eigentlich? Ist das, was soll man mit den Arbeitern tun von Quelle? Ja, die machen da jetzt ein Programm, dass sie wieder Arbeit kriegen. Ja, glauben Sie, hat's geheißen. Ich glaub's hat's nicht. Geheißen. Aber glauben Sie wirklich an dieses Wunder? Nee. Also, Sie glauben nicht? Nein. Ich muss dazufügen, Schnitt, Doppelschnitt. Ich glaube auch nicht daran. Angela Merkel, schöne Grüße für die Leute, die dich nicht gewählt haben. Sie haben die Angela Merkel aber nicht gewählt. Ja, sag mal, sagst du? Du darfst überhaupt wählen. Ich, ja, sicher. Jeder Mensch darf leben, solange er lebt. Ja, ich habe schon gewählt. Der stammt ja nicht aus Deutschland, gell? Ja, doch, aber ich habe nicht Deutschstaatsangehöriger seit 1974 schon. Was? Ja. Das hast du mir noch nicht gesagt. Ach so. Sie sind Rumäner. Nein. Nee. Palästinenser. Schneid mal weg. Ein Palästinenser. Sie sind aus Palästina? Ja, sicher. Gell, ja, gebell! Dieser Mann kommt aus Palästina! Ja, gell? Mein guter Also heute ist mein Glückstag! Gell, der staunste! Ja, weil, wissen Sie, ich bin der Chef von YouTube. Ja? Ich bin der King of YouTube. You speak English? Nein, der kennt Sie nicht aus, der hat nicht einmal Internet. Der weiß gar nicht, was YouTube ist. Ich erzähle Ihnen mal was. Ich war 1982 gebell, stationiert in Beirut. Gebell! Ich war stationiert in Beirut und habe persönlich den PLO-Chef Arafat kennengelernt. Deine Herkunft, wo ist deine Herkunft? Araber? Bist du ein Libanese? Ich? Araber? Nein, meine, ich bin, man sagt Sarazene. Sarazene, wo kommen die vor? Sizilianer. Sizilianer. Ja, bei Sizilien. Sizilien waren früher die Normannen, die Sarazenen. Die sehen aus wie uns. Ja, Gebella! Süditaliener schaut er schon eher aus. Ja, okay, aber durch meine, diesen, stimmt schon irgendwas. Ja. Mehr arabischer. Ja, die hat nichts zu melden. Sie sind wirklich in Palästina geboren? Ja, sicher. Also schöne Grüße an Palästina, bitteschön. Ja, klar. Jetzt glaubt das nicht einmal, gell? Doch, ich glaube das. Ich glaub also Leute, schönen Gruß von mir aus Deutschland. Ja, auf Palästinensisch. Marhaba, Salam Aleikum. Marhaba, Salam Aleikum. Salamat min Ahmed Nafi'. Heute ist mein Glückstag, warte mal. Die Kamera, wissen Sie eigentlich was? Leute, die Lachen und Humor haben, sind gute Leute. Meint der Mann, mein bester Schatz. Weil es gibt, ja, weil es gibt viele Leute, die gönnen uns dieses Moment nicht. Wie dieses schöne Wetter. Schauen Sie mal. Haben wir ja gar dieses schöne Wetter. So ein schönes Wetter. Nette Leute. Ja. Nette Bildregie vom ZDF. Vom ZDF. Aber ich habe gekündigt, ich nehme jetzt die von ARD. Geball! Oh, also, Salam Aleikum! Salam Aleikum! Ja.
Wahnsinn. Narek Said. Ja, PLO-Chef. Ja. Mal, also Talma Bay und Al Pacino und Helwig, also heute kannst du sagen, ist mir wieder ein Film ja gelungen. Ich habe improvisieren müssen. Ich habe immer, du wirst gekündigt. Schnitt.